ich kann jetzt, wenn ich möchte, mit dem Finger das Web browsen. Das heißt, wenn ich auf der Website bin, wie hier, kann ich jetzt den Finger nehmen und kann mich ganz normal durch die Webseite durchbrowsen, als wenn ich das Papier nach oben schieben würde, als Beispiel. Wenn ich das Dollar mache, ja, hier ein bisschen mehr Gas gebe hier, dann beschleunigt die Seite entsprechend auch bis zu dem Punkt, dass sie sogar auch anschlägt, ja, wenn es hier nicht weitergeht und ich ein visuelles Feedback bekomme vom Fenster, dass es hier von der Fingerbedienung her nicht mehr weitergeht. Dann kann ich Funktionen nutzen wie verkleinern oder auch vergrößern. Ja. Derartige Gesten sind mittlerweile ja schon recht populär. Man kann ihn drehen, ja, in alle Richtungen. Wenn ich ihn zu sehr verschoben habe, hilft mir die Software, den wieder auszurichten. Und hier können wir jetzt wirklich die Alpen auch in 3D sehen. Das heißt, wenn ich jetzt das Display kippe, ja, dann können wir uns wirklich auf einen Berg hinzubewegen, ja, können uns um den Berg herum drehen, können Tälern folgen. Und all das funktioniert auf jedem Windows 7 PC, der über eine bildschirmführungsempfindliche Eingabemethode verfügt. Eine andere Applikation, die wir mitliefern für derartige Touch-PCs, ist Microsoft Surface Collage, wo ich mit Bildern entsprechend arbeiten kann. Ich mir Collagen selbst zusammenstellen kann von den Bildern, die ich oft haben möchte. Ja, Bilder hier rein, man sieht, wie ich es vergrößern kann, verkleinern kann. Der Charme dieser Bedienung ist, dass es einerseits sehr intuitiv ist. Es ist sehr einfach zu erlernen, man kann sehr einfach damit umgehen und die Rechner sind schnell genug, vor allem auch die Grafikprozessoren sind schnell genug, dass diese Bedienung in Echtzeit erfolgt. Ja, ich merke hier keine sichtbare Verzögerung, sondern ich kann mit den Dingern so arbeiten, als wenn es tatsächlich physikalische Objekte wären. Ich kann den Pinsel auswählen, mit dem ich malen möchte, kann die Farbe festlegen und kann anfangen zu malen. Oder eben auch Multitouch. Die Bedienung für die Finger, dafür ist es Ribbon gemacht. Es ist wesentlich einfacher, hier diese einzelnen Felder zu treffen, als in den klassischen Menüs und den Auswahldialogboxen. Ja, ich habe hier wesentlich größere Elemente, auf die ich entsprechend zielen kann, als Beispiel, um damit arbeiten zu können. Und hier mal einen Radierer, als Beispiel, Strichstärke ein bisschen größer. Und kann ich anfangen zu radieren. Ja, was wir sehen, ist, dass die Bedienung von derartigen Displays intuitiv erfolgt und es macht einfach Spaß für jede Altersklasse, mit dem Bildschirm so umgehen zu können.